Das ist ein Podcast von der Tierwelt, einem führenden Tier- und Naturmagazin von der Deutschschweiz. Es ist 5 vor 10. Ich habe mich jetzt gerade aufgemacht auf meinem Weg vom Bahnhof Walterswil-Striegel in Richtung Schützenhaus Safenwil. Es hat zwei Routen. Eine ist blau markiert, 4,2 km. Die andere ist rot markiert, 6,8 km. Das heisst, ich soll die Wegweiser beachten und ich soll an den Wegpunkten im Moment ruhig bleiben stehen, mich selber spüren und meinen Atem beobachten, bevor ich die Anleitung lese. Hunde dürfen drauf, müssen aber an der Leine sein. Bitte Schießzeiten des Schützenvereins beachten, heisst es noch. Aber hier ist schon der erste Posten, der heisst hereinspaziert. Blicke rechts auf das Dorf, dann links zum Waldeingang. Lasse all dies auf dich wirken. Es geht übrigens gerade ein bisschen steil rauf. Dann komme ich doch ein bisschen zu atmen. Aber der nächste Posten wird mir sicher dann sagen, was ich dagegen machen kann. Oder mindestens, wie ich meinen Atem richtig so handhaben und anwenden. So, Posten 1. Jetzt soll ich 5 bewusste Atemzüge machen. Ich schnaufe durch die Nase mit einem zunigen Mund. Sanft ausatmen durch die Nase oder durch den Mund mit leicht geöffneten Lippen. Dann hat es eine Grafik dazu. So, wir gehen zum nächsten Posten. Es geht also nicht weit. Es geht 3 Minuten von Posten zu Posten. Fussparcours. Jetzt müssen wir noch barfuß laufen. Machen wir einen Parcours mal. Ist das also noch witzig? Zum Teil hat es fast ein bisschen weh, die Kieselsteine. Angst ist angenehm, kalt, das Gras. Und jetzt das Fußbad, das man noch durchschaut am Schluss. Und ganz am Ende dort im Brunnen hat es eine richtige Fettbürste, Olympe. Ich weiß nicht, ob das für die Bahn zu putzen ist oder für die Füße. Auf jeden Fall sagt mir das Schild. Meine Füße werden durch unterschiedliche Bodenstrukturen aktiviert. Der Blutkreislauf, Füße und Beine belebt. Das kann ich bestätigen. Der Atem reagiert entsprechend auf die körperliche Empfindung. Nachdem soll ich jetzt da die Stege auf. Und der Posten meint, oh, auf diesem Aufstieg kann ich meine persönliche Grenze ausloten. Zwischenhalt. 3.1. Ich traue ihm nicht zu, den ganzen Weg auf das Maul zu machen. Ich muss sagen, ich bin noch dankbar. Das 1000er-Stegli ist es nicht gerade. Die Leute aus der Region werden es kennen. Ich laufe deutlich langsamer, weil ich so laufe, wenn ich schnaufe. Ich komme weniger ins Schnaufen, ja. Aber so einen Atemrhythmus finden, wäre etwas Schönes, aber das ist nicht ganz so einfach. Weil die Treppenstufen, die sind so unterschiedlich angeordnet, in wechselnden Abständen. Das ist von Rhythmus kaum die Rede. So, jetzt sieht es ein bisschen aus wie ein Vita-Parcours. Balanceweg. Eine Schlange aus Holztrümmeln, die im Zickzack hin und her führen. Und jetzt soll ich da drüber balancieren, ohne vom Balken zu rutschen. Was es von einem Vita-Parcours unterscheidet, das heisst, ich soll dabei den Atem beobachten und meine Balance-Ideen je nach meinen Fähigkeiten ergänzen. Aber selbstverständlich habe ich wieder mal vergessen, auf meinen Atem zu schauen. So, jetzt nehme ich mir vor, das nächste Teilstück mal richtig, richtig gut zu schnaufen und an nichts anderes zu denken, als an zu schnaufen. Was ich jetzt mal muss sagen, der Atemweg ist jederzeit sehr, sehr gut ausgeschildert. Ich habe mich also noch nie verlaufen. Überall dort, wo ich nicht ganz sicher bin, geht es links oder rechts, dann muss ich einfach mal schauen und dann sehe ich eines von diesen unscheinbaren, aber doch deutlich sichtbaren Wegweiser aus Metall, wo Atemweg draufsteht. Übrigens bin ich gerade dran, heute auf das Prospekt zu schauen. Ich weiss, ich vernachlässige meinen Atem. Aber gleich, es ist noch herzig. Lustig, ich nehme da, jetzt bin ich gerade im Sandsteinwinkel. Vorher bin ich gerade im Stampfi-Wäldli gsi. Wenn ich das nächste Mal außer Atem komme, dann weiss ich, auf was ich schauen muss. Meine Füße gut anbrauen, durch die Nase einschnaufen, durch das Maul ausschnaufen.
was hat das auf mich für eine Wirkung gehabt? Es war eine sehr bewusste Walderfahrung gewesen, ein sehr bewusster Spaziergang. Ein paar Sachen gemerkt, die eigentlich logisch sind, die eigentlich nichts Spezielles scheinen zu sein, wo ich mir aber so nicht wirklich bewusst war. Wenn ich ans Atmen muss denken, dann kann ich kaum etwas anderes denken. Wenn ich mal meine Gedanken schweifen, dann kann ich nicht mehr ans Atmen denken. Der Spaziergang, der Atemweg, das ist etwas, was man vielleicht am besten alleine macht. Weil, ja, wenn man zu zweit ist, dann fällt es doppelt schwer, nur ans Atmen zu denken. Und das zweite, zu spazieren, zu laufen, zu wandern, ohne in Angst Sachen zu erzählen. Ja, das ist ja nicht so das Wahre, oder? Das ist ein Podcast von der Tierwelt, einem führenden Tier- und Naturmagazin von der Deutschschweiz. Abonnieren können Sie die Tierwelt unter tierwelt.ch.